liebe Freunde des Darksports, es freut mich sehr, dass ihr wieder einschaltet hier auf dem Laberplanet bei Schmuddels Warentest. Schmuddel, das bin ich, das dürftet ihr mittlerweile wissen. Und heute gibt es wieder was Neues aus dem Bereich des Darksports für euch. Ich habe mal ein bisschen Gas gegeben. Nachdem die letzte Rezension aufgrund technischer Probleme ein bisschen länger gedauert hat, will ich mir diesmal nicht so lange Zeit lassen und habe auch da wieder heute ein nettes Doppelfeature für euch am Start. Netterweise zur Verfügung gestellt von Graham vom DoubletopDartShop.com. Wir haben einmal einen Satz Darts und dann haben wir auch mal einen Satz Flights, aber ganz besondere Flights. Was das im Einzelnen ist, das will ich euch jetzt eben kurz verraten. Wir haben hier die Target Pro League Darts von Keith Deller. Hier in der Variante 23 Gramm. Die gibt es auch noch in 21 Gramm, da erzähle ich euch gleich aber noch was zu. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Dart. Keith Deller, aktiv. Spielt er zwar nicht mehr, hat aber mehr als nur einen Erfolg zu verbuchen. Und auch diesmal habe ich die Vita ein bisschen genauer studiert. Werde euch da gleich, wenn wir uns den Dart im Detail angucken, noch ein bisschen was zu erzählen. Kann euch jetzt schon mal grob vorab sagen, ein wirklich sehr schöner Dart, der wirklich ein tolles Flugverhalten hat, super verarbeitet ist. Aber dazu, wie gesagt, gleich in der Detailansicht ein bisschen mehr. Dann haben wir noch, wie eben angekündigt, ein Flight-System und das habt ihr natürlich alles schon mal gesehen, weil es schon längst die Runde gemacht hat, ist von Harrows und heißt Click. Das Harrows Click-System, das Besondere daran ist eben, dass die Flights sehr massiv sind, auf den Schaft drauf geklickt werden und dadurch 360 Grad drehbar sind. Was das im Flugverhalten ausmacht, ob die was taugen, ob das alles nur ein toller PR-Gag ist, das gucken wir uns jetzt auch erstmal in der Detailaufnahme an und danach würde ich sagen, testen wir dann einfach mal das Set der Keith Deller Darts zusammen mit dem Harrows Click-System und gucken mal, was die Dinger am Brett so können. Jetzt erstmal die Details zum Dart, bis gleich. Ja, liebe Leute, hier seht ihr mich schon wieder am Tisch sitzen. Ihr wisst, was das bedeutet. Jetzt geht's ins Detail. Einmal zu den Harrows Clicks und natürlich hier zu den Darts. Pro League Darts von Target, Keith Deller. Die Packung im mittlerweile neuen, gewohnten Design. Wir sehen hier 23 Gramm, 90% Tungstenanteil bei diesen Darts. Das verspricht eine hohe Qualität. Eben kurz erstmal was zu Keith Deller, 59 in Ipswich geboren, also schon ein paar Tage älter, der gute Mann. Hat einige Erfolge natürlich auf seinem Zettel. 83 bis 93 spielte er in der BDO, 93 bis 2008 dann in der PDC. Seit 75 spielt er erst überhaupt Darts. Die rechte Hand ist seine Wurfhand, er spielt diese Darts in 21 Gramm. Seine Einlaufmusik ist Things Can Only Get Better von Dream. Und der wohl größte Erfolg war BDO-Weltmeister 1983. Und das war auch eigentlich das Spiel, wo dieser Mann richtig berühmt mit geworden ist. Denn er stand dort im Finale gegen Eric Bristow. Und es stand in Sets 5 zu 5. Und Keith Deller hatte 138 Punkte Rest, während Eric Bristow nur noch 32 zum Checkout brauchte. Dort hat er dann sowas von Nervenstärke gezeigt. Er hat dann dieses Finish mit Triple 20, Triple 18, Doppel 12 gespielt und hat sich somit den Weltmeistertitel da geholt. Und seitdem wird dieses Finish, dieses 138er Finish, Triple 20, Triple 18, Doppel 12, das Keith Deller Finish genannt. Ja, Sachen, die man wissen muss. Mittlerweile ist der gute Keith Deller Manager von Adrian Lewis und ist auch für Sky Sports unterwegs. Zum einen als Spotter, zum anderen auch als Kommentator, wo dann auch sein ehemaliger Finalgegner Eric Bristow des häufigeren mal mit am Start ist. Denn den kennen wir natürlich auch alle von den ganzen Übertragungen von Sky Sports. So viel erstmal zum Spieler. Jetzt gucken wir uns die Darts an. Wir holen sie mal hier aus der eben schon erwähnten Verpackung. Ist ja immer das Gleiche. Bei Target mittlerweile, wir haben die Darts, hier dann nochmal der Softverpackung, das schöne Heftchen mit Werbung mit dabei, wo hinten nochmal handschriftlich draufsteht, 23 Gramm. Wie genau diese Angabe ist, gucken wir gleich auch. Wir haben dann zapp, zapp, zapp die drei Darts hier drin und diese drei Darts kriegen wir dann geliefert mit den schönen Target Flights mit drauf und den Pro-Grip-Schäften in, ich glaube, Medium, ja. Tolles Setup, kann man eigentlich so rausnehmen und spielen, fix und fertig.
ein tolles Setup, braucht man eigentlich gar nicht zu verändern. Aber Schäfte und Flights, jedenfalls die, die hier mitgeliefert werden, das kennt ihr ja mittlerweile, die interessieren uns jetzt hier erstmal sekundär. Wir gucken uns erstmal den Dart an. Dazu nehme ich den Schaft mal runter. Und wir schauen uns mal die Form an. Ihr seht, der Dart hat eine Torpedoform und hat einen durchgängigen Grip, was ja schon mal relativ selten ist. Ne? Wir kennen das viel, dass die Darts im vorderen oder im hinteren Teil stärkeren Grip haben. Hier ist der wirklich durchgehend, aber er ist auch unterschiedlich. Ich will den Dart mal hier, will mal gerade die Verpackung nutzen, um ihn hier auf den weißen Hintergrund zu stellen, in der Hoffnung, dass man es da dann besser sieht. Wie ihr das jetzt vielleicht hier seht, wir haben überall diese Rings drin zum Grip. Allerdings unterscheidet sich der hintere Teil, ich will mal sagen das hintere Drittel, von dem vorderen Teil doch schon ein ganz schönes Stück. Ich stelle es gerade mal ein bisschen mehr hoch. Hier haben wir diese einfachen Rings drin, die einen wirklich sehr guten Grip bieten. Und die letzten sechs Ringe hier im oberen Drittel, die verfügen nochmal über weitere schmale Einfräsungen. Ja, das würde ich mal sagen, ist ungefähr identisch zu einem Ghost Grip, ja, wie wir das von dem Barnefeld da zum Beispiel kennen. Das heißt, hier im hinteren Teil haben wir nochmal einen wesentlich stärkeren Grip als hier im vorderen Teil. Ja? Das heißt, ob man den jetzt relativ weit vorne anfasst, in der Mitte oder hinten, spielt hier eigentlich überhaupt gar keine Geige, weil er durchweg einen super, super Grip bietet. Er liegt echt prima in der Form, ist absolut hochwertig verarbeitet. Wir haben hier oben das Target-Logo wieder eingelasert, wie wir das ja kennen. Das ist ja mittlerweile Standard sowas, ne? Kein Spielernamen oder sowas drin. Aber ein wirklich formvollendeter Dart, kann man gar nicht anders sagen. Liegt super in der Hand, hat einen tollen Schwerpunkt. Flugverhalten ist auch super, das zeige ich euch gleich an Bord. Wir gucken uns mal eben an. Bevor wir zum Gewicht kommen, kommen wir erstmal zu den Abmessungen. Was sagen die denn? Erstmal auf Null stellen. Wupp. Da gucken wir erstmal den Barrel ohne Spitze. Na, willst du wohl? So, der liegt bei, Moment, so, 47,85 mm. Dann gucken wir jetzt auch nochmal direkt mit Spitze. Mit Spitze sind wir bei, na komm, das ist immer tricky. So, 76,6 mm. Dann gucken wir mal, wie breit ist der gute Mann denn hier oben. Das ist eigentlich immer relativ gleich, ne? 6,02 mm, dann hat er hier oben an der dünnsten Stelle im Griffbereich, will ich mal sagen, kommt er auf 6,3 mm. In der breitesten Stelle kommt er hingegen auf 6,97 mm. Ja gut, ganz vorne, dass er da ganz schmal wird, ist auch klar. Ich zeige es euch trotzdem nochmal gerade. Hoppla, da sind wir so bei 4,2 mm ungefähr, ja. So viel zu den Abmessungen von dem Dart. Jetzt gucken wir nochmal gerade, wie genau es Target denn da mit dem Gewicht nimmt. Und wie ich Target kenne, wird das sehr genau sein. Wir stellen ihn einfach mal auf die Waage und kommen auf 23,04 Gramm. Ja, das lassen wir doch glatt mal durchgehen. Das ist vollkommen in Dortmund, um das mal so zu sagen. Ne? Das passt. Das ist absolut okay. Ein wunderschöner Dart zum Preis von 23,99 Pfund im DoubletopDartShop.com. Da kann man absolut nicht meckern. Target Pro League Dart, 90% Tungsten, kriegt ihr in 21 und in 23 Gramm. Und wenn ihr beim Checkout noch den Promocode LAVAPLANET eingibt, kriegt ihr nochmal 5% Rabatt auf eure Bestellung. Ne? Das ist ja auch mal ein Wort. Das wissen wir ja mittlerweile von Graham. Aufgrund der guten Zusammenarbeit gibt es da immer einen kleinen Bonus auch für euch. Zusätzlich zu diesem Dart habe ich jetzt für euch auch vom Doubletop Dartshop natürlich zur Verfügung gestellt bekommen, das neue Harrows Click-System. Ja, viele haben das schon belächelt und haben gesagt, Mensch, ich habe meine Schäfte, ich habe meine Flights, was brauche ich denn so ein Gedöns, was soll das denn jetzt wieder? Ehrlich gesagt habe ich mir das anfangs auch gedacht und dann habe ich mir das ganze Spiel mal angeguckt. Es gibt drei verschiedene Größen von diesen Schäften. Man kann es auf der Rückseite schon erkennen. Die gibt es einmal in Short, in Midi und in Medium. Ja, verschiedene Längen. Ich habe die beiden anderen Längen auch hier. Ich habe es jetzt nicht mal groß ins Bild gelegt, weil die sehen ja identisch aus, sind halt nur unterschiedlich lang. Ne? Und hier hinten können wir auch schon sehen, was das Click-System so besonders macht. Die Schäfte sind halt ausgelegt, explizit natürlich dann auch auf diese Flights. Die werden nämlich einfach draufgesteckt und rotieren dann komplett einmal rum. Was ein besseres Flugverhalten
zur Folge haben soll und natürlich auch aufgrund der Eigenschaften der Flights, da komme ich gleich noch zu, eine lange Lebensdauer. Aber wir gucken uns jetzt beides erstmal an. Dazu hole ich die Schäfte mal kurz hier raus und wir sehen wunderschöne Kunststoffschäfte oben mit diesem Klicksystem halt eben. Ihr seht also, ihr könnt da nicht einfach andere Flights rein tun, die sind also speziell für dieses Klicksystem gemacht. Und zum Kunststoff muss man sagen, das ist ein gutes Stück flexibel, ist aber auch sehr robust. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich angenehm überrascht, denn auch so nach zwei, drei Bouncern auf dem Boden, obwohl ich hier Laminat habe, haben die das ohne Probleme überlebt. Das ist ja auch der Grund, warum ich keine Aluschäfte spiele, ne? Einmal auf dem Boden, schon kannst du die Dinger in die Tonne werfen. Aber wie gesagt, bei denen war ich zuerst skeptisch, denke so, oh, wenn die mal auf dem Boden landen und kaputt gehen, hast du direkt richtig Geld in die Tonne gesetzt. Nein, also da machen die schon einiges mit. Und ich habe jetzt hier die blaue Version, seht ihr gerade. Die gibt es aber auch noch in Weiß, in Rot, in Schwarz und für die Mädels sogar in Rosa. Also ihr seht, für jeden was dabei. Dann packen wir mal diese tolle Box auf, wo dann die Flights drin sind. Wupp, na, geiler Trick, oder? Mit einer Hand alle drei raus. Super. So, dann haben wir jetzt nun hier die Flights dazu. Und ihr seht, die sind schon ein bisschen bespielt, aber ich muss das Zeug ja auch testen, damit ich euch qualifiziert was dazu erzählen kann. Ne? Das ist ein flexibles Material, wie ihr hier seht, aber auch ein relativ robustes Material. Ich habe das noch gar nicht probiert, wir können das gerne mal machen. Ich stelle das Ding einfach mal auf Null, mal gucken, wie genau dieses Ding von Schieblehre hier ist und mir sagt, wie dick das denn ist. Ja, 0,53 mm. So, wissen wir das jetzt auch. Super. Hätte ich auch mal vorher auf die Idee kommen können. Also ihr seht, ein relativ dickes Material, aber auch sehr flexibel und sehr leicht. So ein Flight wiegt um die 0,53 Gramm. Das ist nicht verkehrt. Ne? Also kann ich euch schon mal verraten, ein voll montiertes Setup von denen, also Shaft und Flight, von denen wiegt ungefähr genauso viel wie ein Pro Grip mit Flight zusammen. Wir können das gleich nochmal kurz auf die Waage legen, dann haben wir den genauen Vergleich. Und ihr seht hier, werden diese Schäfte einfach reingesteckt, ja? Und durch diesen, ja, durch diese Aussparung hier oben, der dann hier, ja, das, man sieht es hier wahrscheinlich schlecht, der dann hier oben drin liegt, ja, hat er halt ein bisschen Spiel und kann halt dann schön rotieren. Also die Montage ist denkbar einfach, draufgeklickt und schon, ne, ihr seht es, rollt die Kiste. Soll ein prima Flugverhalten geben. Ich kann euch sagen, ihr seht, die Dinger sind schon ein bisschen abgerockt. Das Flugverhalten ist super. Ob das meine speziellen Freunde werden, das vermag ich so jetzt noch nicht zu behaupten. Aber es ist schon schön damit zu spielen, zumal die habe ich jetzt eine Woche gespielt. Klar, man sieht es auch, sind ein paar Gebrauchsspuren drauf, aber wenn ich normale Flights eine Woche spiele, sehen die ganz, ganz anders aus. Und da werden mir viele von euch sicherlich recht geben. Und wir gucken jetzt einfach mal für den Spaß, was das Gewicht von diesem Setup angeht. Also hier haben wir jetzt die kurzen Klickschäfte mit den Flights halt eben drauf. Und die wiegen insgesamt, bringen die das auf 1,37 Gramm. Während jetzt hier die Pro Grips mit den Standard Target Flights da drauf bringen es auf, ja, 1,50 Gramm. Noch Fragen an Hansi? Nein, ist sogar noch ein bisschen leichter. Das heißt, in einer vergleichbaren Länge, ne, kann man ja nur sagen, ist ja kaum Unterschied, hat man hier sogar noch 0,2 Gramm gespart. Also wer Wert drauf legt, hinten am Dart so wenig wie möglich Gewicht zu haben, ja, für den ist das hier vielleicht auch noch eine Alternative. Ne? Gar nicht mal so verkehrt. Ein wunderschönes Setup, auch in dieser Art und Weise montiert. Und was das Ding jetzt am Brett kann, gucken wir uns an. Aber bevor wir uns das angucken, ich habe euch gerade schon gesagt, in welchen Farben ihr die alle bekommt, aber nicht zu welchem Preis. Ihr kriegt es immer einzeln zu kaufen, also einmal die Schäfte und einmal die Flights. Und jeweils kosten sie 3,30 Pfund im DoubletopDartShop.com in den Farben Weiß, Rot, Blau, Schwarz und Rosa. Ne? Nicht vergessen, wenn ihr im Doubletop Dartshop bestellt, im Checkout immer den Promocode LABERPLANET eingeben. Das gibt euch 5% Nachlass auf die ganze Bestellung. Wir gucken uns die Dinger jetzt mal in diesem Setup am Brett an. Bis gleich.
Ja, liebe Leute, gerade haben wir uns den Dart und auch die Flights im Detail angeguckt und wie versprochen werden wir heute mal das Flugverhalten direkt 2-in-1 sozusagen testen. Und zwar habe ich jetzt das Harrow's Click System hier mal in der kurzen Variante auf den Keith Della Darts raufgepinnt. Und ja, wie ich euch das eben schon gezeigt habe, die Flights lassen sich drehen, sind, habt ihr eben schon gesehen, bisschen bespielt schon, weil ich muss das Zeug ja ein bisschen testen, damit ich euch auch ein bisschen was dazu erzählen kann. Wie die Dinger sich jetzt im Flugverhalten, also am Brett machen, das gucken wir uns jetzt an. Und danach gibt es wie gehabt noch das Resümee für euch. Bis gleich. So, liebe Leute, jetzt haben wir gerade auch noch gesehen, wie die Dellas inklusive dem Harrow's Click System sich denn so am Brett machen. Gar nicht mal verkehrt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, selten einen Dart gehabt, der mir auf Anhieb so gut in der Hand gelegen hat. Der Grip ist wirklich Weltklasse. Die Form liegt mir sowieso schon mal. Also muss ich ganz ehrlich sagen, richtig, richtig toll. Also vom Dart her wirklich 100% tipptopp Dart, ist absolut sein Geld wert. Was das Harrow's Click System angeht, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Die eine Sache ist die, dass selbst in diesem kurzen Setup, wie ich sie jetzt hier drauf habe, das ganze Flight System doch relativ lang ist. Ihr wisst, ich bin ein Freund von kurzen Schäften, spiele da meistens die Division Pro Grip in kurz, mit einem geslotlockten Flight halt eben drin. Und selbst hier dieses kurze Setup ist halt eben noch ein bisschen länger als meine gewohnten kurzen Setups. Nichtsdestotrotz ist es wirklich eine feine Sache, und ob man jetzt im Flugverhalten es unbedingt so merkt, dass die Dinger hier drehbar sind oder nicht, das lasse ich einfach mal dahingestellt. Das Flugverhalten mit den Harrow's Clicks drauf ist sensationell. Da gibt es erstmal nichts dran zu rütteln. Schlecht ist es mit einem normalen Standardsatz Schäfte und Flights da drauf, selbstverständlich auch nicht. Es ist mit Sicherheit ein bisschen gewöhnungsbedürftig, zumal man immer auch bedenken muss, die werden sicherlich wesentlich haltbarer sein als normale Flights. Also normalen Satz Flights, den habe ich hier in spätestens in einer Woche durch. Da schneide ich die entweder oben noch ein bisschen bei oder schmeiße einfach direkt einen neuen Satz drauf. Diese hier habe ich jetzt schon gut eine Woche gespielt. Die sehen zwar schon ein bisschen bespielt aus, da ist aber definitiv noch Luft nach oben. Also die werden es noch eine Weile machen. Von der Haltbarkeit her sind die sicherlich viel, viel besser als Standardflights. Auf der anderen Seite wiegen die natürlich auch ein bisschen mehr. Das heißt, ich habe hinten am Dart wieder ein bisschen mehr Gewicht. Der nächste Kontrapunkt, der mir so auffällt, abgesehen mal vom Preis, der ja deutlich höher ist als bei einem Standardsatzflight, was man ja natürlich auch hier durch die Qualität und durch die Beschaffenheit halt eben durchaus rechtfertigen kann, ist das Problem, wenn ich jetzt irgendwo in einer Kneipe oder sonst wo spiele und ich habe mal ein, zwei blöde Bouncer und die haben dummerweise vielleicht einen Steinboden, knallen die Dinger runter und mir knackt so ein Schaft hier ab.
dann habe ich direkt richtig Kohle in Sand gesetzt. Ne? Denn die Dinger gibt es natürlich nur im Set zu kaufen, wie schon gesagt, kosten ein paar Euro. Und das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ihr hört das schon. Aber nichtsdestotrotz ist das eine feine Sache, um das mal auszutesten. Ja, durchaus okay. Ich werde sie auf jeden Fall nicht gegen meine gegen mein Standard-Setup eintauschen. Das so viel schon mal dazu. Zu den Keith Stellar Darts von Target Pro League wollte ich euch noch sagen, wie ihr es eben schon in der Detailansicht auch gehört habt, es ist eine wahnsinnig gute Verarbeitung. Der Grip ist sensationell, liegen super in der Hand, fliegen prima, Material ist top, 90% Tungsten, besser geht's nicht, geht's fast nicht. Verarbeitung Target typisch erste Sahne. Und der Preis, der ist, muss ich ganz ehrlich sagen, für das, was man hier bekommt, wirklich, wirklich ein Kracher. Also für 23,99 Pfund könnt ihr die Darts im Double Top Online-Shop kaufen beim Graham. Und wenn ihr dann beim Checkout noch den Bonuscode LAVAPLANET eingebt, kriegt ihr nochmal 5% Rabatt auf eure Bestellung. Ja, das ist doch mal eine Ansage, oder? Also wer mal einen guten Dart ausprobieren möchte und sagen will, okay gut, ich will nicht direkt 50, 60 Euro dafür investieren, der ist mit den Dellas. Wer diese Form von Darts, diese Torpedo-Form, nenne ich sie jetzt einfach mal, mag, wirklich sehr gut mit beraten. Also die solltet ihr echt mal antesten. Richtig, richtig guter Dart, macht sehr viel Spaß zu spielen. Und ja, wie gesagt, beides kriegt von mir eine Top-Bewertung. Muss man auf jeden Fall mal gehabt haben. Ob man dann dabei bleibt, das bleibt jedem selbst überlassen, aber da ist ja jeder Jack anders, ne? Das wisst ihr ja genauso gut wie ich. Super. Ja, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, doubletopdartshop.com, macht eure Bestellung, gebt beim Checkout den Promocode LAVAPLANET ein, dann gibt es nochmal 5% Nachlass auf eure gesamte Bestellung. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich bei euch wie immer zu bedanken fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut. Teilt dieses Video, teilt diesen Artikel überall dort, wo ihr das möchtet. Und ja, ich freue mich schon, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Schmuddels Warentest mit der nächsten Dart-Rezension. Bis dahin, Game on!